أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Zweite Lektion von Sira vom Prophet. Ich habe das genannt, nicht Sira, sondern der Prophet und die Welt. Wir werden nicht nur über Sira reden, wir werden reden über alle Themen, die beziehen sich auf den Prophet, früher und auch jetzt. Shaitan, ich rede erstmal eine Einleitung. Shaitan, das Wissen, eine sehr große Ibadah ist. Von den höchsten Ibadat von der Islam ist das Wissen erlangen. Al-Ilm, wie Imam Ahmad sagt, und Ahmad ibn Hanbal sagt, das Wissen studieren und erlangen ist es besser als Qiyam al-Layl. Die beste Ibadah nach Verpflichtung ist das Wissen erlangen. Wir haben Imam Ahmed gefragt, warum das Wissen erlangen ist besser als Qiyam al-Layl. Er sagte, Qiyam al-Layl ist für dich, aber das Wissen ist für dich und für die Leute. Also es gibt beide Arten Ibadat. Es gibt Ibadat lazima, das ist nur für dich. Du betest nur für dich. Wenn du jetzt auf Dhuhr betest, Nacht betest, du machst ein Dhikr, das ist nur für dich. Das ist Ibadat lazima, bleibt bei dir. Es gibt eine andere Art von Ibadah, heißt Ibadah al-Muta'addiyah. Die bleibt nicht nur bei dir, sondern die geht zu den anderen, wie Zakat zum Beispiel. Zakat, du gibst das Geld, das ist für dich und für andere Leute auch. Das Wissen auch. Das ist nicht nur für dich, sondern du gibst es weiter. Du hilfst deiner Familie, du hilfst dir selbst, du hilfst deiner Umgebung. Deshalb, Shaitan weiß, dass das Wissen eine große Ibadah ist. Du findest das. Wenige Leute studieren das Wissen. Wenige studieren das Wissen. Warum? Das Wissen braucht eine Bewegung des Gehirns. Das ist nicht wie eine Tat des Körpers. Du kannst 10 Kilometer laufen. Du kannst 20 Kilometer laufen. Und du benutzt nicht dein Gehirn. Du läufst. Und du genießt das Laufen, das Spazierengehen. Aber wenn ich dir sage, ich gebe dir zwei Sätze, denke nach und leite ab und analysiere und schaue auf die Zusammenhänge, du findest, dass die Bewegung des Gehirns ist sehr schwer. Deshalb die Bewegung des Gehirns ist schwieriger als Bewegung des Körpers. Und die Faulheit des Gehirns ist auch schwieriger als die Faulheit. Und Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, im Sunnah, Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hat gezeigt die Wichtigkeit des Wissens. Das Al-Ilm, Al-Ilm, dieses Wort, Al-Ain, Al-Lam, Al-Mim, du hörst diese Buchstaben und du weißt, dass dieses Wort eine große Ehre hat. Du hörst es ernst und Ehrlichkeit, Al-Ilm. Weil Allah passt zur Sema, wenn du sagst, wenn du sagst, Al-Insan, es passt zur Insan. Wenn du sagst, As-Su'uba, Suuba, die Schwierigkeit.
وما ميزا موش طام الصعوبة دي كومت فون كومت فون 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 إنن وين دو زاكس الله كومت ganz stuf und der des Menschen spricht das Wort Allah von hier bis unten. Wenn du sagst, Al-Ilm, dieses Wort Al-Ilm gibt dir ein Bild Ehrlichkeit und Ernst und Schönheit. Sagt nun ein Satz, wenn das Wissen Al-Ilm eine Gestalt wäre, da wäre schöner als Mond und Sonne. Aber du kannst es nicht mit Auge sehen. Al-Ilm kannst du nicht sehen mit Auge. Al-Ilm treffst du nicht auf der Straße und sagst, komm, ich sitze mit dir, gib mir was von dir. Al-Ilm kannst du mit deiner Seele sehen, kannst du mit deinem Herz sehen, kannst du mit deinem Gehirn sehen. Du kannst das genießen, kannst das spüren. Wenn du mit einem Buch sitzt, du verstehst diese Buchstaben, diese Sätze und diese, was dieser Gelehrte sagt in seinem Buch. Du genießt, also bedeutet, du sprichst mit einem Mensch, ein spricht mit dir. Die Bücher haben auch Persönlichkeit. Jede Sura von dem Koran hat ihre Persönlichkeit. Sie hat eine Persönlichkeit. Al-Baqarah hat Persönlichkeit. Al-Fatiha hat ihre Persönlichkeit. Ali Imran hat Persönlichkeit. Nisa hat Persönlichkeit. Auch die Bücher, jedes Buch hat seine Persönlichkeit. Deshalb, Al-Ilm braucht Geduld. Al-Ilm braucht Geduld. Jede Tat, die führt zum Paradies, braucht Geduld. Auch wie Ad-Dunya, Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Sunnah in seinem Geschöpf. Das bedeutet, du willst irgendwas Teures, du musst was leisten, du musst was tun. Diejenigen, die zum Beispiel, es gibt Leute, die gehen ins Meer, tauchen, die holen diese Perlen. Das ist eine große Leistung, eine große Gefahr. Die geht runter und kommt hoch mit Perlen. Also bedeutet, es gibt eine Leistung, es gibt eine Gefahr. Auch Al-Ilm braucht ein Geduld. Das ist nicht nur ein Tag. Al-Ilm soll mit dir leben. Zu Hause, im Auto, deine Arbeit, überall soll ein Wissen leben. Das wird dein Freund sein, überall. Du brauchst ein Jahr, zwei, drei. Das Al-Ilm wird dein Leben sein. Und mit der Zeit, du siehst dieses Bild. Dieses Bild hat Imam Bukhari gesehen, hat Imam Muslim gesehen, hat Imam Abu Dawud gesehen, hat Imam Ahmed gesehen. Alle diese Leute haben gesehen. Deshalb, du kannst nicht Lebenslauf von Gelehrten verstehen, außer mit diesem Prinzip, dass sie das Bild von Wissen gesehen haben. Deshalb, die waren sehr, sehr verliebt. Immer ein Beispiel von Imam Baqi ibn Makhlad. Ich liebe ihn, Baqi ibn Makhlad, das ist ein Imam aus Andalusien. Er sagt, Imam al-Zahabi hat seine Geschichte in seinem Buch Sir Alam Nubala erzählt. Und Baqi ibn Makhlad hat über sich selbst geredet. Er hat gesagt, ich lief 12 Jahre von Andalusien bis zum Irak. 10.000 Kilometer. Und das dauerte 12 Jahre. Und die Reise früher nicht wie jetzt. Es gibt Löwen auf dem Weg, es gibt Wölfe auf dem Weg, es gibt Diebe auf dem Weg. Und diese Sehnsucht zu seinen Kindern, zu seiner Frau, zu seinem Sheikh Imam Ahmed, also ich erzähle euch jetzt die Geschichte von Baqi ibn Makhlad, aber die Wahrheit dieser Reise kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der das erlebt hat, er hat gesagt, ich habe nie ein Kamel oder ein Pferd auf dem Weg des Wissens genommen. Nie. Er lief, er war groß, mashallah. Er lief, er hat eine große Tasche auf seinem Rücken mit Büchern und trockenem Brot. Und wenn er Hunger hat, er lässt das Brot sich weichen auf einen Fluss oder so und er isst. Er läuft weiter. Trifft in Marokko, gelehrt in Algerien. Früher war alles war ein Land. War kein Visum früher. Er lief ohne Visum. Mit seinem Kamel, er geht auf dem Weg bis Al-Ira. Niemand sagt zu ihm, stopp, woher kommst du, gib mir deinen Pass oder dein. Früher war alles offen. Die Freiheit. Er trifft in den Maghreb Gelehrten und in Tunesien, Algerien, in Libyen, Ägypten, bis er kam zu Imam Ahmed. Er sagt, die zweite Reise hat 6 Jahre gedauert.
Also wie viel jetzt? 12 plus 6, 18 Jahre. Ein Alter von einem Jungen. Waqid ibn Makhlad verbracht 18 Jahre. Er lief von zwischen Andalusien und Irak. Warum? Er hat das Bild gesehen. Es gibt einen anderen Mann, er lief von Irak bis Andalusien. Strecke. Nusayr al-Baghdadi, da hat dieselbe Bewegung gemacht wie Waqid ibn Makhlad. Aber sein Motiv war anders. Er wollte seine Cousine heiraten, er war ein Dichter. Schaut her diese Sache, damit ihr wisst, was ich meine. Nusayr al-Baghdadi ist ein großer Dichter von Irak. Er wollte seine Cousine heiraten. Der Onkel hat eine große Summe verlangt, Morgengabe. Er hat kein Geld, er hat gehört, dass ein Prinz in Andalusien gibt viel Geld für Dichter. Er lief von Irak bis Andalusien, 10.000 Kilometer. Und er ist angekommen zu diesem Prinz. Er war rein, waren viele Dichter, hat gesagt, er hat ihm so wenig gegeben wie die anderen. Er war sehr traurig, er nahm das Geld und ist raus. Der Prinz hat zu seinen Leuten gesagt, geht und sucht mir diese Dichter, der kam aus dem Irak. Weil ich wollte ihm nicht viel geben, ich hatte Angst, dass die Dichter neidisch werden. Die haben ihn überall gesucht, die fanden ihn tot. Und neben ihm ein Gedicht von den besten Dichtern der Geschichte. Aber ich rede jetzt von zwei Bewegungen, die gleich sind, aber die Motive sind anders. Einer hat das Wissen gesehen, andere hat seine Cousine gesehen. Aber zwei Bilder. Eine, die mit Augen sehen, kann man sehen mit Auge, die andere Wissen kann man nicht mit Augen sehen. Deshalb, wenn wir reden über Genuss des Wissens und Genuss, die Sachen, die du mit Augen siehst, wenn du einen Garten siehst, du siehst einen Garten. Du genießt das mit deinem Auge. Verstehst du mich? Oder du siehst das Meer, du genießt das. Du siehst das mit Auge, das Meer kann man sehen. Auch das Mittel des Genusses ist auch zum Sehen. Deine Augen, oder du isst eine Birne, das Mittel des Genusses ist Zunge, du siehst mit Auge. Aber im Bereich des Wissens, du siehst nichts. Du siehst das Wissen nicht, du siehst dein Gehirn auch nicht. Deshalb Genuss ist tief. Und wenn wir jetzt einen Apfel essen, wir wissen, was Apfel ist. Also brauchen wir gar nicht jetzt Unterschiede machen zwischen deinem Genuss und meinem Genuss. Aber wenn wir einen Satz lesen, denselben Satz, du liest das und ich lese das und andere liest das, jeder hat seine Stufung des Genusses. Einer ist oberflächlich, anderes ist tief, andere ist sehr tief. Deshalb, das Wissen ist ein Schatz. Das Wissen ist ein Schatz. Der Imam Ahmed Shakir ist ein Muhaddith aus Ägypten. Er hat das Buch von Al-Risala vom Handschrift zum Druck gebracht. Das Buch Al-Risala ist ein schönes Buch. Er hat das vom Handschrift zum Druck gebracht. Und er wollte den Lebenslauf von Al-Shafi'i schreiben. Er wollte den Lebenslauf von Imam Shafi'i schreiben. Er hat überlegt und sagt, was soll ich über Shafi'i schreiben? Es reicht Shafi'i an Ehre, dass er Shafi'i ist. Also ich brauche nicht Shafi'i definieren oder ich brauche nicht einen Lebenslauf für Shafi'i zu schreiben. Sein Name reicht. Imam Shafi'i. Aber weißt du, Imam Shafi'i, wie ist er Shafi'i geworden? Die Leute früher, die hatten Blätter gehabt, haben die auf Blätter geschrieben. Die waren unterwegs, die haben Hefte im Hand. Imam Shafi'i hatte die Knochen von Kamele auf seinen Rücken. Er hatte kein Geld, Blätter zu kaufen. Seine Mutter war im Schlachthof. Die hat Knochen von der Schulter von Kamele gesucht, also sauber gemacht. Unter der Sonne gelassen einen Tag. Und sie gab das zu Imam Shafi'i, damit er auf den Schulter von Kamel schreiben kann. Könnt ihr das vorstellen?
Diese Leute sind nicht geworden, diese großen Namen. Die haben gewusst, dass das Wort Wissen eine große Leistung braucht. Er lebte 13 Jahre mit dem Stamm von Hudayn, damit er die arabische Sprache beherrscht. Deshalb Imam Shafi ist der beste Imam, also von Tabi'in, der beste Imam in arabischer Sprache. Der beste Imam in arabischer Sprache. Deshalb, wenn Imam Shafi ein Wort auf Arabisch sagt, ein Satz, das ist ein Beweis, dass das authentisch ist. Und Imam al-Bukhari, dieser Name, große Name, der Prinz von den Mu'minin im Hadith, Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari, er war ein Schüler und ist überall gereist. Überall war er in Bukhari. In Mesr, in Ägypten, in Irak, in Scham. Überall, auch in Dorf, war er rein im Dorf, hat dort Hadith gehört. In Al-Basra, als er Student war, in Al-Basra. Die Freunde von ihm, sie haben ihn 3 Tage vermisst, die kamen nicht zum Hala. Also die haben gesucht, Shafi ist nicht da, 3 Tage. Sie haben Sorgen gemacht, die haben überall gesucht. Sie fanden Shafi ein zerstörtes Haus. Nackt, außer Kleidung, die sein Aura bedecken. Er hat seine Kleidung verkauft, um Brot zu kaufen. Du hörst jetzt, Al-Bukhari, wenn du liest, Lebenslauf von Al-Bukhari, du liest diese Schwierigkeiten, was ein Bukhari hatte. Und Imam Muslim ist sein Schüler. Imam Muslim, Imam Abu Abdurrahman al-Darqutni sagte, wenn der Imam Al-Bukhari nicht da wäre, wäre Imam Muslim gar nicht Imam Muslim. Das bedeutet, Imam Muslim ist ein Hassaner von Imam al-Bukhari. Imam Muslim ist ein Hassaner von Imam al-Bukhari. Und Imam Muslim kommt rein immer zu Imam Bukhari, der küsst zwischen seinen Augen und sagt zu ihm: O Lehrer des Lehrers, ja Ustad al-Ustadin, O Arzt von al-Hadith, Arzt von al-Hadith, weil al-Hadith hat auch sein Ilm, eine geheimliche Ursache, die lässt den Hadith daif. Er sagt, der Arzt von dem Hadith, lass mich deine Füße küssen. Uchwala muss nicht akzeptieren. Nein. Ich lasse dich nicht meine Füße küssen. Imam Muslim, wie starb er? Imam Muslim saß in einer Sitzung von dem Hadith. Wir haben über einen Hadith geredet. Imam Muslim hat das nicht gewusst, dieser Hadith. Er war sehr traurig. Ich weiß nicht, dieser Hadith. Er ist nach Hause gegangen und sagte zu seiner Frau: Bitte lass niemand reinkommen. Ist rein in sein Zimmer, hat angefangen zu suchen. Sie haben ihm eine Tüte, große Tüte von Datteln gegeben und beim Suchen hat er Datteln gegessen. Er hat nicht gemerkt, dass er Datteln isst. Er hat große Tüte gegessen und am Fajr ist er gestorben. Vor Traurigkeit und seine Schüler sagen, und diese große Tüte von Datteln. Imam Muslim hat ein Hadith nicht gewusst, er war traurig, bis er tot ist. Guck mal, Umma jetzt. Es gibt Leute, die wissen gar nicht, wo sein Haus ist. Geht raus, weiß gar nicht, wo ist er. Das ist das, was du findest. Es gibt einen großen Unterschied in Bezug auf die Wahrheit. Jede Sache hat ihre Wahrheit. Und jede Sache hat ihren Wert. Verstehst du mich? Jede Sache hat ihren Wert. Der Kater, wenn du ihm und Käse, er isst Brot und isst Käse, oder? Er weiß, dass der Wert von Käse ist überwiegt im Brot, oder? Wenn du ihm Fleisch gibst und Käse gibst, er isst Käse und isst Fleisch. Also bedeutet, er hat dieses Prinzip der Wert. Er weiß, was Wert ist. Insan, der Mensch. Allah hat ihm einen Verstand gegeben. Er soll auch wissen, wo die Werte sind. Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt die Werte. Allah sagt zu uns, dass das Wissen eine große Stellung im Islam hat. Deshalb Allah in einer Ayah, er ist ein Zeuge
von dem großen Zeugnis La ilaha illallah, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الله hat sein Zeugnis koordiniert mit Zeugnis von الملائكة. Dann koordinierte die beiden Zeugnisse mit Zeugnis von einem Mensch, eine Art von Mensch, Inhaber des Wissens. Die Gelehrten sagen, das reicht die Gelehrten an diese reicht. Das reicht. Hat nicht gesagt, die Inhaber des Vermögens und Geld und Häuser und Kinder. Nein, hat gesagt, Inhaber des Wissens. Wissen ist eine Eigenschaft, kann man holen. Also das ist nicht wie Prophetentum. Eine Eigenschaft, die man nicht holen kann. Prophetentum, nicht wie die Betreiber von Sophia sagen, dass Prophetentum ist eine Eigenschaft, kann man holen. Mit Ibadah, mit Hunger und mit. Das stimmt gar nicht. Prophetentum ist eine Wahl. Kann man gar nicht holen. Und das ist fertig. Aber die Erbe des Propheten ist der Ilm. Das ist eine Eigenschaft, kann man holen. Also kann man holen. Ob arm oder reich, ob klein oder groß, egal wer ist, kann man diese Eigenschaft holen. Wie kann man diese Eigenschaft holen? Das ist diese Einleitung ist wichtig. Damit man weiß, was man macht. Wie kann ich diese Eigenschaft holen? Erstmal, diese Eigenschaft ist eine Gabe. Du kannst in einem Jahr lernen, was die anderen in 10 Jahren nicht gelernt haben. Das ist eine Gabe. Allah gibt dir. Es gibt Gelehrten in dieser Zeit, die haben Sachen, Allah hat ihnen Sachen gegeben, was er erst nicht gegeben hat. Du liest das Buch von Imam Shangeti, das Adwa al-Bayan Tafsir. Du siehst, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Verständnis von Imam Shangeti gegeben, was viele nicht gegeben hat. Aber weißt du, dass Imam Shangeti seinen Sohn sagt, er kann nicht mit Geld umgehen. Du gibst ihm zum Beispiel 100 Euro, ist wie ein Kind. Er kennt nicht das Geld. Kannst du dir das vorstellen? Er kennt nicht das Geld. Du sagst ihm Dinar oder ich weiß nicht, Riel. Er weiß nicht, was Geld ist. Er kann nicht mit Geld einkaufen gehen. Deshalb sein ganzes Leben, sein Sohn hat gesagt, wenn wir eingeladen sind, da er sitzt mit uns, dann sah ihn unter einem Baum, er liest. Allah hat ihm viele Sachen geöffnet. Erste Sache, das Wissen ist eine Gabe. Aber diese Gabe gibt Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, die wollen. Aber was bedeutet Wille? Was bedeutet wollen? Das Wort wollen, wenn du das analysierst, das Wort der Wille, al-Irada heißt Irada, du sagst, ich will was machen, ich will. Du kannst keine Bewegung durchführen auf dieser Erde, außer mit einem Wille. Deshalb, was ist Wille? Wille ist Wissen. Merke das. Wille ist Wissen mit einer Kraft, die zieht dich zur Zeit. Merkt man das? Also, um diese Wille zu haben, du sollst wissen, was Wissen ist. Du sollst eine Vorstellung haben, was Wissen ist. Was ist die Ehre des Wissens? Was ist der Wert des Wissens? Was ist Wissen? Was für Wert hat Allah dem Wissen gegeben? Ja? Und in Al-Medina, früher, es gibt Fuqaha al-Sab'a. Meisten von ihnen sind kein Araber, die kommen gar nicht aus Mekka. Und manche von ihnen, die waren Anfang waren Diener. Und die sind danach die großen Fuqaha von Mekka. Ata ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah. Die haben ihn beschrieben, der war nicht schön in seinem Gesicht. Konnte nicht richtig sehen. Sie sagten im Hajj, niemand gibt den Fatwa außer Ata ibn Abi Rabah. Der große Wissenschaftler von Mekka. Niemand gibt den Fatwa außer Ata ibn Abi Rabah. Wer hat ihn hochgebracht, das Wissen? Das ist die erste Sache, das ist eine Vorstellung haben, was Wissen ist. Das Wissen ist Ibadah.
Das ist das, so ist das. Das Wissen ist kein Hobby. Die Leute denken, ich gehe eine Stunde lesen, wie er sagt, ich gehe eine Stunde Fernsehen. Nein. Im Islam, das Wissen ist eine Ibadah. Genau wie du betest, wie der Muhammad gesagt, das Wissen ist besser als ein Leben. Deshalb braucht es eine Absicht, braucht Wahrhaftigkeit, braucht Wahrhaftigkeit, braucht Ernst. Du bist im Ibadah. Und das ist nicht irgendein Ibadah, das ist ein Ibadah, die bringt dir nahe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die erste Sache. Dann du brauchst eine Kraft, die zieht dich zur Tat. Diese Kraft, wenn du weißt, was das Wissen ist. Und Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer ein wirkliches Wissen einschlägt, erleichtert für ihn Allah subhanahu wa ta'ala einen Weg zum Paradies. Erleichtert Allah subhanahu wa ta'ala für ihn einen Weg zum Paradies. Bedeutet, der Weg des Wissens ist eine Erleichterung zum Paradies. Erleichtert dir das den Weg zum Paradies. Also du kommst ins Paradies einfach durch das Wissen. Erstmal, die Belohnung ist groß. Zweitens, derjenige, der Wissen hat, er rein in der Moschee, er weiß, was er betet. Und auch an der Straße, er weiß, was er unterlässt, was er macht. Er weiß, wo die Belohnung ist. Weil er liest, er weiß, wo die Belohnung ist. Zum Beispiel eine Nacht. Nacht, er sitzt, er macht die Bücher auf, und er liest, er studiert, analysiert. Und er hat Geduld. Er lernt die Nacht. Er sagt, dieser Ibadah ist besser als Qiyamul-Layl. Er weiß, dass dieser Ibadah besser als Qiyamul-Layl. Er betet zwei, vier Raka'a sechs, dann kommt er und studiert, weil er weiß, dieser Ibadah ist besser als Qiyamul-Layl. Das bedeutet, man weiß, was er macht, was er unterlässt. Das sind zwei Sachen. Dann hast du diese Wille, dann entstand in dein Herz der Wille. Dann wirst du. Wirst du diese Faulheit und Trägheit besiegen? Wirst du auch Scheitern besiegen? Und der Wissenschaftler, der Gelehrte, der Student des Wissens ist besser als der Anbeter. Ist besser als der Anbeter. Also, das ist ein Einleitung, damit wir immer wissen, diese Ära des Wissens. Die Ära des Wissens. Die letzte Geschichte erzähle ich euch, bevor ich anfange. Ich habe Muhaddith Ahmed Shaker erwähnt in Ägypten. Muhaddith Ahmed Shaker. Er hat immer von dem Muallimi al-Yamani gelesen. Die Bücher von dem Muallimi ist ein großer Muhaddith. Das ist ein großer Wissenschaftler von Jemen. Dieser Elegante, wie er schreibt, seine Bücher sind sehr gut. Er hat ihn nie gesehen. Aber er hörte von ihm, hat seine Bücher gelesen. Und er hat gewusst, dass er in Mekka ist, arbeitet in der Bibliothek von Mekka. Der Imam Ahmed Shakir reist nach Mekka, hat Umrah gemacht. Er kam in der Bibliothek. Kam in die Bibliothek. Er fragt, wo ist, ich will Muallim sehen. Da kam der Direktor, sagt, okay, inshallah, du wirst ihn sehen. Er saß, da kam ein Mann, ein kleiner Mann, kam, hat ihm Tee und Wasser gegeben, hingestellt. Er hat Kaffee genommen, Wasser getrunken, er wartete, wartete, und sagt, ich will den Muallim sehen. Da kam ein Mann, hat ihm gesagt, dieser Mann, der hat Tee und Wasser gebracht, das ist Muallim. Er hat angefangen zu weinen. Weil er hat gedacht, das ist nur jemand, der arbeitet hier in der Bibliothek. Der war sehr bescheiden. Der war sehr bescheiden. Aber sein Name ist groß. Das ist eine Einleitung. Also, wir werden ein Buch lesen über Sira von Prophet sallallahu alaihi wasallam, aber wir werden von Anfang beginnen, von der Zeit von Ibrahim a.s. Damit wir wissen, wie die Zeit war. In der Zeit von Ibrahim a.s. Wie entstand die Umma von Prophet sallallahu alaihi wasallam? Also es gibt zwei große Ummen, die Umma von Musa und die Umma von Prophet. Die Umma von Musa a.s.
entstand in eine schwierige Lage. Musa a.s. floh. Geflohen von Pharao. Die Wüste von Sinai überquert. Dann traf dieser gute Mann und er hat ihm seine Tochter geheiratet. Deshalb sagen die Gelehrten, die Kritiker, die Leute, die wirklich, die haben gesagt, dass diese beiden Ummen, die entstanden in Basis der Ehe. Die Umma von Musa beginnt mit einer Ehe zwischen ihm und der Frau, und dieser Tochter von dieser Alten. Die Umma von Prophet sallallahu entstand, als Ibrahim a.s. heiratet. Ich habe euch gesagt, dass Sarah hat ihm gesagt, nimm sie weg. Dann hat die beiden, sie und den Sohn Ismail, nach Mekka gebracht. Du kannst lesen, damit wir langsam. Ich kommentiere, wenn du willst, dass dies alles richtig verstehst. Das ist wie ein Film, ein wahrer Film. Und im Paradies, du darfst alles sehen, inshallah. Du kannst sagen, ich will diesen Film sehen bis meine Zeit. Du sitzt und du siehst alles. Du siehst alles. Du siehst, wie Adam a.s. kam, wie er schwer hatte mit seiner Frau und unserer Mutter Hawa. Und du siehst Noah a.s., als er sein Schiff gebaut hat. Die Leute haben sich lustig über ihn gemacht, 59 Jahre, 955 Jahre. Und du siehst Ibrahim a.s., als sie ihm das Feuer geworfen haben. Du siehst Yusuf a.s. in der Brunne. Du siehst ihn als König. Du siehst Zakaria und Yahya, wie schwer sie hatten. Du siehst Musa a.s. in der Wüste von Sinai. Und du siehst er vor Pharao. Du siehst alles. Du siehst Isa a.s., wie er schwer gelebt hat, verfolgt war. Du siehst Prophet sallallahu in Mekka, wie sie lustig über ihn gemacht haben. Du siehst ihn in Taif. Und er lief. Er hat den besten Stamm. Und ist ein Prophet. Und sie haben ihn mit Steinen geworfen, bis seine Füße geblutet haben. Und du siehst ihn mit Abi Bakr, als er kam zu ihm nach Hause, Aisha sagt, kam Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abi Bakr, hat ihm gesagt, du wirst mich begleiten. Dann Abu Bakr hat angefangen zu weinen. Diese großen Leute. Und Aisha sagt, ich habe nie Abi Bakr so geweint, so weinen sehen, außer in diesem Tag. Mit Abi Bakr. Sie laufen alle in der Wüste. Ja? Dieser Suraqa, er verfolgt den. Dieser Suraqa, der konnte wissen, ein Vogel, wo ist er in der Wüste. Er folgt die Spuren eines Vogels. Aber er hat den Professor getroffen. Dann ist er runtergekommen mit seinem, ausgefahren, mit seinem Pferd. Und in dieser schwierigen Zeit, Prophet Salatim sagt zu ihm, du wirst den Thron von Kisra bekommen. Du kannst vorstellen, Prophet Salatim, er floh, er ist verfolgt und er gibt eine Botschaft, eine Vorbotschaft für diesen Mann, der ihm gefolgt hat. Und du siehst Abu Bakr, den Prophet Salatim unter der Sonne und Prophet Salatim hat Durst. Abu Bakr, er hat einen Schatten gesucht, überall. Er fand eine Stelle, reicht nur für einen Mann. Er gab das zum Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dann saß der Prophet. Und du siehst, Abu Bakr, er sucht überall. Er fand einen Schäfer, er hatte Ziegen. Er brachte zum Prophet sallallahu alaihi wasallam Milch. Und er gibt ihm Milch. Und er sagt ein Wort, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat getrunken und ich hatte keinen Durst mehr. Die Liebe, das ist die Vollkommenheit der Khalil. Das ist die Vollkommenheit der Liebe.
Prophet trinkt und ich habe keinen Durst mehr. Als ob die Seele vom Prophet ist seine Seele. Du siehst alles. Du siehst alles. Du wirst alles sehen. Allah, du siehst Shafi'i, wie er sein Buch Risale geschrieben hat. Du siehst Imam Ahmed, als sie ihn gehauen haben. Als sie haben gesagt, das Koran ist nicht Allahs Wort. Imam Ahmed war standhaft. Sie haben ihn geschlagen. Ahmed. Salam ist immer als Sünde. Du siehst Imam Malik, als sie ihn auch geschlagen haben. Nach einem Fetzfah. Du siehst Ibn Qayyim, du suchst seinen Sheikh in Tsaymiyyah. Du siehst Nuhajar al-Asqalani, als er 4 Jahre war. Sein Vater ist gestorben, da kam ein Mann, hat ihn erzogen. Du siehst diese großen Bilder der Geschichte. Ha? Du siehst die großen Bilder. Deshalb, was haben wir gesagt? Wir schwimmen in diese Sache. Also wir beginnen mit die Geschichte von Ibrahim a.s., der Vater der Prophet Ibrahim a.s., der Vater der Propheten. Und wir kommen bis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann, wir reden über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wer ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Was ist sein Stamm? Wer war er? Was hat er gemacht mit den Sahaben? Warum dauerte dies 13 Jahre in Mekka, worüber ging? Dann reden wir auch der Welt, was war dort? Was haben die über den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt? Langsam, alles langsam. Also bevor du liest, das ist ein Buch von, heißt, das Buch ist sehr wichtig. Islam am Scheidenweg. Das ist von einem, ist übersetzt in Arabisch, Islam am Scheidenweg. Das ist von einem Journalist, ein aus Österreich, ist Leopold Weiss heißt er. Aber sein Name im Islam ist Mohammed Asad. Dieser Mann, er war ein von den besten Journalisten der Welt. Er konnte sehr gut beschreiben. Er lebte lange in arabischen Ländern, arbeitete in einer großen Zeitung, er lebte in arabischen Ländern. Und er erzählt, was er alles gesehen hat, wie die Menschen gelebt haben, andere Vorstellungen. Und er lebte überall. Dann er ist Muslim geworden. Dann lebte er lange in der Medina. Er wollte wirklich leben in dem Ort, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Er sagt, ich gebe euch diese Eifer von diesem Mann. Sagt, seitdem habe ich entschieden, Islam zu lernen. Wie ich kann. Ich habe den Koran studiert und den Hadith vom Prophet studiert. Er hat den Koran gelesen, richtig studiert. Und er hat alle Bücher von der Sunna gelesen. Und ich habe die Sprache von Islam richtig studiert. Er konnte Arabisch. Und die Geschichte von Islam und alles, was darüber geschrieben wurde. Und ich war 5 Jahre in der Hijaz, also Mekka und in Medina. Aber die meiste Zeit war ich in Medina. Das Buch, wenn die Bücher von diesem Mann werden auch lesen in den Büchern von diesem Mann. Mohammed Asad, der heißt auf Deutsch, damit er es weiß, Leopold Weiss, das ist ein Österreicher, ist gestorben 1992, ist geboren 1900, ist er geboren. Aber ich erzähle euch auch von ihm. Er hat sehr gut beschrieben. Er wollte, dass dieser Journalist Omar al-Mukhtar in Libyen sehen. Du weißt, dass Italien hat Libyen kolonisiert. In der Zeit von Osmanischer Reichsleitung. Osmanischer Reich. Und letzte Zeit von Omar al-Mukhtar, der Führer von Befreiungs Leute dort. Die letzte Zeit, Mohammed Asad war in Mekka, er traf der Sohn von Sheikh al-Sunusi. Hat ihm gesagt, kannst du nicht nach Libyen gehen? Er sagt, ich gehe. Er ist durch Ägypten reingekommen, er hat den Muhtar gesehen. Er hat ihm
schönen Worten beschrieben. Subhanallah, guck mal, er kann gut beschreiben. Und die letzte Zeit von Muhtar, er konnte Muhtar in seine letzte Zeit, bevor sie ihn gehängt haben, hat ihn sehr gut beschrieben. Du kannst lesen jetzt, damit wir. Im Sender Mekka war ein ödes, unfruchtbares Tal ohne Ackerbau, ringsum von hohen Bergen umgeben. In der Mitte erhoben sich zwei niedrige Hügel. In ihrer Nähe machten eines Tages ein alter Mann auf und seinen kleinen Kind halt. Plötzlich vernahm auch ein entsetzliches Löwengebrüll. Sie schrie auf und maß sich über ihr Kind. Ihr Herz schlug bis zum Hals. Und vor Angst hatte sie das Gefühl, dass ihr Leib in Flammen schwimmt. Der alte Mann jedoch errichtete unbeirrt und mit ruhigen Handgriffen ein Zelt, in dem sie beide Unterkunft finden sollten. Dann holte er aus seinem abgewetzten Reisesack Essen und einen Schlauch voll Wasser. Er klopfte sich den Staub von seinem Gewand, winkte der Frau und dem Kind zum Abschied zu und schickte sich an seinen Weg allein fortzusetzen. Die Frau war entsetzt und klammerte sich weinend an ihren Mann. Willst du uns etwa an diesem einsamen Ort mitten in der Wüste zurücklassen, Abraham? Das ist eine normale Frage, menschliche. Der Mensch ist Mensch. Selbst wenn du liest die Lebensläufe von Sahabi, von Tabi'i, von Tabi'i, Tabi'i, du sollst diese Lebensläufe lesen, als sie Menschen sind. Weil die Leute denken, dass diese großen Namen, wir reden nicht über Propheten, wir reden über die anderen Menschen außer Propheten. Wir haben viele Namen, Imam Ahmed, Imam Shafi'i, Imam Malik, du hörst Abu Bakr, Umar, diese großen Namen, das sind Menschen, versteht ihr mich? Und der Mensch bleibt immer Mensch. Die sind gut Leute, aber der Mensch, er macht Fehler. Und der Mensch, er hat Angst. Und der Mensch, die sehnt sich. Und der Mensch wird traurig. Versteht ihr mich? Und der Mensch weint, und der Mensch freut sich, der Mensch lacht. Das ist Mensch. Der Islam, er behandelt den Mensch als Mensch. Versteht ihr? Übertreibt nicht in dieser Seite, übertreibt auch nicht in der anderen Seite. Deshalb, der Islam sieht den Mensch als Körper und Seele. Er behandelt seine Seele und er behandelt seinen Körper. Also Hajar, die hat diese Frage gestellt, lässt du uns hier alleine? In einer Wüste, ja. Da Abraham schwieg, begriff Hajar, dass ihr Mann auf Befehl seines Herrn handelte, dass er eine Eingebung Allahs wollte. Zaka fragte sie, hat der Herr dir befohlen, uns hier zurückzulassen, Abraham? Ja, antwortete er fest. Diese Antwort beruhigte Hajar. Voll Zuversicht sprach sie, so vertraue auf Allah, denn du hast uns ja schon ihm anvertraut. Gut. Also, al-thiqatu billah. Dieses Wort, al-thiqatu billah. Al-thiqa, vertrauen, das ist ein großes Zeichen. Tawakkul, deshalb, Tawakkul macht den Muslim sehr stark. Du findest viele Leute, die sind Anbeter, aber die Sache von dem Tawakkul bei ihm ist schwach. Tawakkul bedeutet, deine Hand, dein Körper bewegt sich mit As-Sabab. Du willst Wasser haben, dann lauf zu Wasser. Willst du Essen haben, dann arbeite. Willst du Kinder haben, heirate. Willst du in die Moschee kommen, dann laufe. Also bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala hat in jeder Sache in dieser Welt, es gibt ein Sebab, einen Grund, eine Ursache. Du machst das mit deiner Hand, mit deiner Zunge, mit deinem Körper, aber dein Herz mit Allah subhanahu wa ta'ala. Du weißt, dieses Sebab kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Kann sein, dass du Wasser trinkst
bleibst du immer durstig, oder? Kann sein. Was Feuer brennt, aber hat Ibrahim alayhi salam nicht gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Macht und diese Kraft des Brennens rausgemacht vom Feuer. Obwohl sie brennt, kann sein, dass du Wasser trinkst und du bleibst durstig. Allah wollte, dass du durstig bleibst. Es bedeutet nicht, dass du, wenn du Mittel A machst, bekommst du immer Ergebnis B. Nicht immer. Kann sein, dass du A machst und du bekommst keine B. Jemand heiratet, aber er bekommt keine Kinder. Er hat alles gemacht. Er heiratet, Dua gemacht, hat alles. Jemand sucht Arbeit. Er sucht 5 Jahre, macht alles. Er fleißt sich, hat keine Arbeit gefunden. Versteht ihr mich? Das heißt nicht, dass die Mittel führen immer zum Resultat. Aber ein Muslim soll das richtig begreifen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist der Herr von Mitteln und von Resultat. Bedeutet, du machst A und du hoffst, du machst ein Dua, dass Allah dir B gibt für dieses Resultat. Und das ist ein Tawakkul. Hajar sagt zu ihm, Allah subhanahu wa ta'ala lässt uns nicht ohne. Obwohl, wenn du siehst, Mittel und es gibt nur eine Wüste, kein Wasser, nichts. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird ein Mittel zu ihnen führen. Das ist die Wahrheit von Iman. Das ist die Wahrheit von Iman. Suche, aber dein Herz mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Weiterlesen. Denn du hast uns ja schon ihm anvertraut. Ihm, bei dem keine Hoffnung verloren geht. Abraham nahm nun Abschied von ihr und küsste und herzte sie und seinen kleinen Sohn Ismail. Kurz darauf brach er schweren Herzens auf. Als er eine Weile gegangen war, fiel er auf die Knie und flehte Allah an. Er möge diesen Ort fruchtbar werden lassen, damit Menschen hier blieben. Abraham reiste zurück nach Kenan. Das ist Philistin. Das ist Philistin. Wo Hajar und Ismail gekommen waren. Indessen hatte sich Hajar mit dem Kind ins Zelt zurückgezogen und wartete ab, was die Tage brechen. Langsam verging die Zeit. Und sie war mit ihrem Kind ganz allein. Ihr Glaube an ihren Schöpfer und seinen Diener und Propheten Abraham verliehe ihr die Kraft, die Einsamkeit zu ertragen. Sabr, Sabr. Guck mal, schau mal, die Propheten hatten am schwierigsten Propheten. Propheten, die hatten am schwierigsten. Alle Propheten. Deshalb diejenigen, die am meisten die hartherzigen Prüfungen bekommen, das sind die Propheten. Lies die Geschichte aller Propheten. Lies die Geschichte von Adam a.s., von Noah. Alle, Ishaq, Yusuf, Jakob, alle. Aber es gibt eine Art von Schwierigkeiten, die einen Genuss hat. Es gibt zwei Arten von Schwierigkeiten. Es gibt eine Schwierigkeit, was trocken ist. Es gibt Schwierigkeit, was. Aber es gibt eine Schwierigkeit, was Genuss hat. Und du stehst früh auf zum Fasr. Das ist schwer, oder? Manchmal kaltes Wasser, du stehst auf um 4, um 3, bleibst du wach. Du stehst auf, manchmal gehst du in die Moschee. Das ist eine Schwierigkeit. Aber diese Schwierigkeit ist mit Genuss. Du liest ein Buch für Allah subhanahu wa ta'ala. Schwierigkeiten sind das, 500 Seiten, 700 Seiten. Das ist schwer, aber mit Genuss. Gebet, As-Sawm. Fasten ist eine Schwierigkeit mit Genuss. Es gibt diese Arten von Schwierigkeiten, die sind mit Genuss. Deshalb die Propheten, die hatten Genuss in diesen Schwierigkeiten. Prophet Islam lief von Mekka bis Taif. Und schau mal, wenn du zu Umrah gehst, du nimmst den Bus von Al-Madina bis Mekka. Du sagst, Subhanallah, Sahaba und Prophet Islam,
liefen diese ganze Strecke. Und ich halte es nicht mit einem Bus. Aber diese Schwierigkeit mit Genuss. Deshalb Hajar und Ibrahim a.s., als er seine Kinder unterlässt, das ist eine Schwierigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du schwer hast, du bist in einer großen Schwierigkeit, Allah gibt dir immer kleine Erleichterungen. Es bleibt nicht immer so, also rein Schwierigkeit. Allah gibt dir in jeder Etappe gibt eine Erleichterung. Dann kommt Schwierigkeit, dann kommt Erleichterung, dann kommt Schwierigkeit, bis du raus von dieser Schwierigkeit bist. Das ist die Rahmah von Allah. Wir glauben an ihren Schöpfer und seinen Dien und Abraham, verliehen ihr die Kraft, die Einsamkeit zu ertragen. Dieser Glaube gab mir die Gewissheit, dass Allah sie nicht vergessen würde. Abgeschnitten von Städten, Dörfern und allen anderen Menschen. Sie wandte sich an Allah. Mein Herr, Abraham hat uns die anvertraut. Und bei dir ist keine Hoffnung verloren. Die Tage vergingen. Der Wasservorrat, den Abraham hier gelassen hat, war aufgebraucht. Herr, was soll ich machen? Fragte er so. Die Rede ist mit Allah. Deshalb, wenn du Schwierigkeiten hast, rede mit Allah. Mit deiner Sprache. Rede mit ihm, genau wie du mit einem Freund redest. Aber Allah ist der Schöpfer. Du gehst zu den und den und den, den du redest. Rede mit Allah. Mit deinen Worten. Weine. Steh auf die Nacht, wo die Leute schlafen. Und im Sujud, rede mit Allah. Erzähle ihm deine Geschichte. Allah weiß. Allah will, dass du deine Geschichte erzählst. Es gibt manchmal, Allah gibt dir Signale. Allah liebt einen Diener, er will die Nacht hören. Allah, wenn er dir ihm Schwierigkeiten bringt, er will dich nicht quälen. Er will dich nicht quälen. Er will deine Stimme hören mit dem Dua. Und danach, wenn du Erleichterung hast, du sagst, Allah, Al-Hadim, wenn diese Schwierigkeiten nicht wären, hätte ich gar nicht die Gebete durchgeführt. Ich gar nicht Koran gelesen. Ich gar nicht. Hätte. Du schaust, Allah zeigt dir Al-Qadar, dann, weil du siehst nicht Al-Qadar. Die Vorherbestimmung siehst du nicht. Das ist verborgen. Aber danach siehst du das. Du sagst, ah, subhanallah, al-Azim, das habe ich nicht gewusst. Aber sieh doch, was Allah mir gegeben hat. Deshalb, man soll die Hoffnung nie verlieren. Hoffnung nie verlieren. In die dunkelste Zeit der Nacht, bevor Al-Fajr. Die Schicht vor Al-Fajr ist die dunkelste Zeit. Und danach kommt Erleichterung. Was heißt Al-Fajr? Al-Fajr bedeutet, Licht explodiert. Das ist die dunkelste Zeit und dann kommt Al-Fajr. Deshalb, aus Erfahrung, damit du weißt, dass Erleichterung kommt, da wird dir schlecht gehen. Du hast keine Lösung. Und die Türen sind zu. Und du sagst, ich bin fertig. Ich habe nichts, keine Erleichterung mehr. Dann kommt die Erleichterung. Deshalb soll ich überhaupt nicht keine Hoffnung verlieren. Das sind Lektionen jetzt. Wir lesen nicht jetzt, damit wir das genießen. Wir genießen das. Das ist Geschichte. Aber wir sollen Lehre daraus nehmen. Lehre. Eine Frau mit einem Kind in der Wüste. Eine Frau mit einem Kind in der Wüste. Das haben sie immer. Was bedeutet Iman? Was bedeutet Iman? Iman bedeutet, dass du fühlst, dass Allah subhanahu wa ta'ala nah ist. Dass Allah mit dir ist. Verstehst du? Allah ist mit dir. Wenn du den Koran liest, Allah erzählt dir über ihn. Allah erzählt über sich. Er sagt, in Ar-Rahman Ar-Rahim. Deine Mutter ist barmherzig, oder? Sie lässt dich gar nicht. Allah subhanahu wa ta'ala, er besitzt die Vollkommenheit von Ar-Rahman. Und was du siehst auf der Erde, ist ein Teil von 100 Teilen von Ar-Rahman. Die 99 Teile bei Allah subhanahu wa ta'ala.
Du siehst die Katze mit ihren Kleinen. Du siehst die Mäuse mit ihren kleinen Mäusen auch. Du siehst Pferd mit ihren Kleinen. Du siehst Kuh mit ihren Kleinen. Du siehst diese Welt. Der Mensch auch. Allah subhanahu wa ta'ala ist Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala ist die Vollkommenheit von Ar-Rahim. Er erzählt dir über ihn. Allah erzählt über sich. Sagt zu dem Koran, ich bin Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rab. Ar-Rab bedeutet, ich erziehe dich von klein. Du bist im Bauch deiner Mutter, ich erziehe dich durch Nahrung. Ich gebe dir Nahrung bis im Bauch deiner Mutter. Und du kommst raus, ich erziehe dich durch Nahrung. Ja? Schau mal, Wochenend-Iman, das ist natürlich, das ist wichtig zu lesen. Aber unser Problem ist der Iman. Es gibt einen Amerikaner, er hat ein Buch geschrieben, Chrissy Morrison hat ein Buch geschrieben, heißt Der Glaube, die Wissenschaft ruft um Glauben. Der Professor war ein Direktor einer Universität in Amerika, Chrissy Morrison. Er hat ein Beispiel gemacht, er hat die Atheisten diskutiert, ein Beispiel gemacht. Es gibt eine Schlange im Meer, die lebt in Amerika. Sie legt Eier in Amerika im Meer und sie stirbt. Diese Kleinen, die nehmen den Weg nach Europa. Und sie leben in Europa. Bevor sie sterben, die kehren zurück, die legen Eier und sterben. Die Kleinen kehren. Die schwimmen tausende von Kilometern und leben in Europa. Und bevor sie sterben, kehren zurück und sterben dort und legen Eier. Da hat diese Tiere sowas gezeigt. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Tiere gezeigt. Schau mal die Vögel, schau mal, du sollst auf dieses Universum schauen. Verstehst du mich? Deshalb, du bist der Mensch. Allah subhanahu wa ta'ala hat dies alles für dich erschaffen. Du bist der Mensch mit Verstand mit Beauftragung. Allah subhanahu wa ta'ala lässt dich ohne. Allah lässt niemand ohne. Deshalb, dieser Iman, der Tawakkul, das ist wie ein Kind, du erziehst ihn in deinem Herz. Langsam. Aber du sollst immer wach sein und immer ihn erziehen, damit das wächst. Du musst immer wach sein. Was bedeutet wach? Das ist sehr wichtig. Wach bedeutet, ich habe ein Ziel mit meinem Herz. Ich erziehe mein Herz. Ich erziehe mein Herz mit der Ibadah. Wenn ich bete, dann muss mein Herz da sein. Mein Verstand da sein. Ich bete für Allah subhanahu wa ta'ala und ich bitte um Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich bete die Verpflichtung. Und ich bete die Mustahab mit der Absicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala mein Iman stärkt, dass ich nahe zu ihm komme. Dass Allah mir Erfolg gibt, Tawakkul zu haben, Ikhlas zu haben, Wahrhaftigkeit zu haben, Ar-Rizq zu haben, Al-Iman zu haben. Deshalb Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala ist sehr wichtig. Deshalb sagt Allah im Surat al-Fatiha, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Was bedeutet das? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wir dienen niemand außer dir. Und wir können nicht diese Dienerschaft erreichen, außer mit deiner Hilfe. Mit denselben Form kam die zweite Ayah, dir allein bitten wir um Hilfe. Bedeutet, diese Ibadah, was du uns beauftragt hast, wir können das nicht realisieren, außer mit deiner Hilfe. Deshalb brauchst du immer Hilfe von Allah. Immer Hilfe brauchst du von Allah. Ich erkläre euch das. Ich habe Durst, deshalb. Jetzt, ich habe diese Flasche getragen. Warum? Ich wollte es tragen. Ich wollte es tragen. Und ich habe, ja, dann trinke ich jetzt. Ich habe jetzt eine Bewegung gemacht, habe das gesehen. Ich wollte das machen. Und ich habe die Fähigkeit.
Allah hat mir die Fähigkeit, diese Flasche zu tragen. Und hat mir die Fähigkeit gegeben, dieses Glas zu tragen. In meiner Hand gibt es diese Fähigkeit. Wenn sie trifft mit diesem Glas, trägt sie. Aber wenn Allah nicht wollte, Allah, ich trage es nicht. Du sagst, ich gehe raus, ich will rausgehen. Und du läufst zur Tür, sagst, ah, mein Kopf tut weh, du kommst zurück. Also du willst, aber Allah wollte nicht. Bedeutet, der Wille von Allah herrscht über dein Wille. Und du lebst in seinem Universum. Allah besitzt die Zeit und Ort und es selber alles. Also ich trage, weil ich will. Allah hat in mir diesen Wille erschaffen. Ich wollte das. Deshalb, wenn du kommst in die Moschee, du siehst, dass du liebst das Gebet, du liebst den Ilm, du liebst das Taqwa, du liebst das Dhikr. Wenn du läufst auf der Straße, das kommt in deinen Mund, Alhamdulillah, von allein. Du sagst Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Subhanallah. Allah weckt dich immer, mach das Dhikr. Mach das Dhikr. Du machst das Dhikr. Du kommst rein nach Hause, Bismillah, immer in deinen Mund, Bismillah, raus, Bismillah. Treibst, Bismillah. Stehst, Bismillah. Ziehst an, Bismillah. Aus, Bismillah. Immer. Bist raus in der Toilette, Bismillah. Allahumma inna a'udhubika min khubuthi wal khabth. Deine Zunge immer mit Dhikr. Allah hat dir Erfolg gegeben. Es gibt andere, die leben in Ghafla. Ghafla bedeutet, nach 7 Stunden erweckt. Ah, ich habe Allah, Bismillah vergessen. In 7 Stunden. Manche in 1 Monat. Manche, die machen gar nicht dicker. Der läuft, du siehst ihn lebendig, aber ist leer. Versteht mich? Er läuft auf der Straße, du siehst ihn, er ist lebendig, er läuft, aber ist leer. Derjenige, der wach ist, macht er dicker, ist lebendig. Seine Seele ist lebendig. Das Segen gibt ihm, alle Bewegungen von ihm gibt Segen. Deshalb, das ist Erfolg. Das ist Erfolg. Deshalb, die Rechtleitung ist 2a. Es gibt Rechtleitung, die Hinweis. Du weißt, ich weiß, er weiß. Jeder weiß, dass der Dicker ist sehr wichtig. Der Dicker schützt vor Shayatin. Der Dicker schützt vor dies und dies und dies. Alle wissen das. Alle. Also die Rechtleitung, des Hinweis ist verbreitet. Aber wer macht das? Wer macht? Nicht alle machen das. Diese Leute, die das machen, haben Erfolg von Allah. Haben Erfolg. Deshalb bitte ihm um Hilfe. Du sollst, was bedeutet La hawla wa la quwwata illa billah? Ich kann keine Sache von einem Ort zu Ort bewegen und ich habe keine Kraft außer mit dir, außer mit deiner Hilfe. Das ist die Vollkommenheit von Tawakkul. Wenn Allah sieht, dass du Tawakkul machst, du siehst Erfolg. Du siehst Erfolg. Allah gibt dir Erfolg, Koran zu lesen, Dhikr zu machen. Verstehst du mich? Das ist Adana. Deshalb Hajar hat Tawakkul gemacht. Hajar hat Tawakkul. In dieser Wüste. Ibrahim hat auch Tawakkul gemacht. Und es gab eine Geschichte vorher. Als Ibrahim a.s. Wie heißt die andere Frau? Mit Sarah a.s. Die sind nach Ägypten gereist. Das war doch ein König, wenn er eine schöne Frau sieht, er nimmt sie. Ibrahim a.s. sagte zu Sarah, sag ihm, du bist meine Schwester. Und sie ist seine Schwester im Islam. Hat nicht gelogen. Schäde nicht. Sag ihm, Yom al-Qiyamah, wenn die Leute zu ihm kommen, sagen zu ihm, mach für Sprache für uns, das ist schwer. Er nimmt das als Lüge, obwohl es keine Lüge war. Er hat zu ihm gesagt, sag ihm, du bist meine Schwester, weil dieser König, er tötet den Mann, wenn die Frau seine Frau ist. Er wollte sich retten. Er hat gesagt, sag ihm, du bist meine Schwester. Das hat er ihm gelassen. Aber die Gelehrten sagen, wieso Ibrahim hat nur an sich gedacht. Aber was mit Sarah? Allah, Ibrahim weiß, was Sarah ist. Weiß, wer Sarah ist. Er hat keine Angst um Sarah zu haben. Er weiß, wer Sarah ist. Er hat es selber gemacht.
damit Allah ihn rettet, aber er weiß, was besser ist. Geh zu dem König. Dieser König wollte sie anfassen, konnte sie nicht bewegen. Seine Hand konnte sie nicht bewegen. Er weiß, was besser ist. Deshalb, inshallah, bis zum nächsten Mal werden weitermachen. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Ja, bitte. Also, wenn ich das überhaupt das Thema Sunna verstehe, es ist ja bekannt, dass die Sunna durch Hadith überliefert wird, die Authentizität durch die Sunna, wer hat überliefert, wer hat gesagt. Wie ist das bei der Sunna? Das sind ja Geschichten. Ah, das haben wir am Anfang gesagt. Ja, aber die Authentizität. Also, schau mal, die Gelehrten mit Hadith, sie behandeln zwei Sachen. Sie behandeln die Ahadith direkt vom Prophet sallallahu alaihi wa sallam, um Urteile abzuleiten. Versteht ihr mich? Und die sind sehr scharf in diesem Bezug, weil sie Urteile ableiten. Die Urteile beziehen sich auf die Tat. Wie du betest, wie du fasst, wie du Hajj machst. Versteht ihr mich? Wie du dein Leben lebst, die leiten Urteile ein. Bei Geschichte und Sira sind nicht so scharf. Aber die haben gesagt, wenn du Urteil von Sira ableiten willst und eine Bewegung von Prophet leisten, dann musst du die Regeln von Ilm al-Hadith benutzen. Verstehst du mich? Du siehst, dass in der Geschichte auch Ibn Kathir ist ein Muhaddith, er ist nicht so scharf in seine Erzählungen, weil die Geschichte, man leitet nicht oft Urteile ab. Versteht du mich? Deshalb, die haben gesagt, wenn du Urteil ableiten willst von der Sira, musst du die Regeln von der Hadith benutzen. Deshalb sind die scharf in der Hadith, in der Ibrahim und der Hadith, nicht scharf in der Sira. Also, demnach, dass wenn ich das als letztes Mal gesagt habe, dass er einen Fall hier gelehrt gesucht hat und er von Ort zu Ort gegangen ist, das ist aber sahih. Natürlich, sahih. Ah, okay. Sahih, deshalb habe ich gesagt, das ist authentische Dokument, was es gibt. Erzählt die Zeit vom Professor. Nur Abbas hat das überliefert. Und das Überlieferung ist alle authentisch. Diese Geschichte von Salman al-Farisi. Wie macht er denn?